Erlebnisse und Eindrücke, die wir besprechen wollen. Unter anderem mit Ahmad Mansour, der uns zugeschaltet ist. Er ist Extremismus-Experte, arbeitet auch in Projekten mit extremistischen Jugendlichen. Diplompsychologe ist er und selber, ich habe es vorhin gesagt, arabischer Israeli. Und bei mir im Studio ist Benjamin Jendrow, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin. Und ich will vielleicht zunächst mal Sie fragen, Herr Jendrow, weil das ja so eine Floskel ist, über die man schnell hinweghört, gewaltsame Ausschreitungen. Was heißt das konkret für die Polizistinnen und Polizisten, die da in den vergangenen Tagen Dienst getan haben? Na, ich glaube, im Beitrag ist schon sehr gut deutlich geworden, was da passiert ist. Ne? Die Kollegin, die da eine blutende Nase hatte, hat einen Nasenbeinbruch gehabt, ein Schädelhirntrauma, musste im Krankenhaus operiert werden. Wir hatten noch einen weiteren Kollegen. Wir reden bei den 2, 3 Nächten dann über mehr als ein Dutzend verletzte Kolleginnen und Kollegen. Ne? Und sie haben auch die Beschimpfung, glaube ich, gehört. Natürlich macht das was mit den Menschen. Und wir gehen fast aus jeder dieser Nächte, das ist jetzt nicht nur um den 7. Oktober so gewesen, sondern zieht sich eigentlich seit einem Jahr immer wieder in Wellen, immer wieder mit verletzten Kolleginnen und Kollegen aus dem Dienst. Und das kann es dann irgendwann auch nicht sein. Also es ist eine Entwicklung, eine Verschärfung, Sie sagen es, die Sie seit einem Jahr beobachten, Herr Mansour. Das zeigen auch die Statistiken. Die Zahl der antisemitischen Straftaten in Deutschland hat sich in diesem Jahr seit dem Terrorangriff der Hamas in Deutschland verdoppelt. Ich frage mich, wer sind da die Treiber? Sind das einzelne wenige Personen, die in der Lage sind, Mitläufer zu mobilisieren? Sind das organisierte Strukturen, Vereine, auch terrornahe Strukturen? Was wissen Sie darüber? Das sind sehr unterschiedliche Menschen, die zusammenkommen. Es sind Linksradikale aus der Identitätspolitik, Postkolonialismus, genauso wie Islamisten, genauso wie Palästinenser, die nicht in der Lage sind, leider sich von den Hamas zu distanzieren. All diese Menschen gehen auf der Straße, befeuert wird alles, auch mit einer jahrelangen Feindschaft gegenüber der Polizei, die wir im linken Kreisen, auch in migrantischen Kreisen, leider in den letzten Jahren immer wieder erleben mussten. Und der Treibstoff vor allem sind die sozialen Medien, wo Hass, Hitze und sehr emotionalisierte Bilder tagtäglich in hundertfacher verbreitet werden. Und dadurch werden die Leute mobilisiert auf der Straße. Und das sehen wir wirklich seit dem 7. Oktober fast täglich. Herr Mansour hat gesagt, dass auch die Polizei da ins Fadenkreuz gerät. Meine Kollegin, die da auf der Straße war, war regelrecht fassungslos, was sie an Respektlosigkeit und an so schrankenlosen Übergriffen gegenüber der Polizei erlebt hat. Wie interpretieren Sie das? Ist das auch erklärtermaßen ein Angriff auf die staatliche Ordnung? Muss man das so sehen? Also ehrlicherweise ist es eine Entwicklung, die wir jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten verstärkt auch feststellen. Ja, diese Proteste, wie gesagt, es gibt immer Wellen, wo es zur Ausschreitung kommt, sind auch nicht alle da. Häufig passiert das auch beim Abstrom. Aber wir sehen gerade in den letzten Wochen, dass die Polizei auch ganz konkret als Feindbild daherhalten soll, um vielleicht noch andere Leute zu mobilisieren. Deswegen wird schon auf TikTok, auf Instagram, das hat Herr Mansour gerade sehr, sehr deutlich gesagt, auch schon vorher dazu aufgerufen, ne, zu Gewalt gegen Polizisten im Übrigen auch. Das wurde auch im Beitrag deutlich gegenüber Journalisten. Ne, um dann eben auch noch aus dem querfeministischen Bereich, aus dem linksextremen, absolut heterogene Szene, die wir da erleben. Und es zeigt sich eben auch, ne, da werden ganz bewusst auch Bilder inszeniert. Wir hatten vor kurzem jetzt hier, gerade am Montag, hatten wir so ein schönes Bild, wo ein Rollstuhlfahrer sieht, oder kommt eine Polizeiwanne und ganz zufällig davor purzelt. Die Macht der Bilder ist ganz, ganz wichtig. Deswegen erleben wir auch immer mehr Kinder bei diesen Veranstaltungen. Weil natürlich sieht es dann nicht gut aus, wenn die Polizei jemanden wegtragen muss. Das sind, glaube ich, Bilder, die wir, wenn ich richtig informiert bin, auch vorliegen haben. Dann könnt ihr es gerne aus der Regie einspielen. Also da geht es darum, auch zu provozieren, Bilder zu inszenieren, die dann in den sozialen Netzwerken wieder andere mobilisieren und aufwiegeln. Na, ich glaube, es wird sehr, sehr deutlich auch anhand dieses Beitrags, es geht nicht um den Frieden in Nahost. Es geht darum, hier auch wirklich gegen den Staat etwas zu richten. Das haben ja die Personen auch gesagt, die da waren. Ne? Polizisten werden immer vollgegrillt, werden immer beleidigt, werden angegriffen. Und da wird so ein Stück weit eine Legitimationsgrundlage gesucht. Ne? Die Aussagen kommen von denen und kein Kollege von uns wirft einen Stein oder eine Glasflasche. Das möchte ich hier mal klarstellen. Ja, und es gibt ja auch immer wieder diesen Vorwurf, ist eigentlich die Polizei schuld, dass diese Lagen eskalieren? Ich glaube, man sieht das anhand der Bilder sehr deutlich. Das geht nicht von der Polizei aus. Mhm. Herr Mansour, würden Sie das ähnlich interpretieren? Eigentlich geht es auf den Straßen Berlins gar nicht um den Konflikt in Nahost? Oder anders gefragt, müssen wir uns da auch im Interesse unserer freiheitlichen und demokratischen Grundordnung Gedanken machen? Wissen Sie, 12 Monate haben diese Menschen eine Chance gehabt, eine Demo
für Palästina, für die unbeteiligten Menschen zu organisieren. Menschen, die auf der Straße gehen, sich aber von Terror distanzieren, für Frieden und für eine bessere Zukunft für beiden Völker. Das haben sie nicht geschafft. Und das sagt ganz viel über diese Partnerschaft, die auf der Straße sich zusammentut, die einfach nicht anders will, außer wirklich Hass auf Deutschland, Hass auf Polizei, Hass auf Juden, Antisemitismus und eine komplette Ablehnung unserer historischen Verantwortung. Wir dürfen nicht vergessen, all das ist ein Produkt, ein Ergebnis den 7. Oktober, das große Pogrom an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg. Und dass solche Zustände in Deutschland überhaupt möglich ist, sagt viel über unsere Nie wieder, über unsere Staatsräson und über die historische Verantwortung und wahrscheinlich auch über unsere gescheiterte Erinnerungskultur. Und Sie sagen das, Herr Mansour, als jemand, der selbst als arabischer Muslim in Israel geboren wurde, dessen Familie durch die Staatsgründung Israels Land verloren hat, die selber auch von Hass erfüllt war im Umgang mit Israelis, Israelis als Feinde betrachtet hat. Wie gefährlich, darf ich das fragen, ist es für Sie eigentlich persönlich, dass Sie sich jetzt heute in Deutschland so entschieden gegen Islamisten, gegen antisemitische Extremisten aussprechen? Seit dem 7. Oktober leider unfassbar gefährlich. Ich werde als Verräter, als Unterstützer der Genozid, als Mossad-Agent immer wieder abgestempelt. Aber wissen Sie, ich bin Teil dieses Konfliktes. Und ich möchte ein Vorbild sein für eine bessere Zukunft. Nur wenn wir uns versöhnen, nur wenn wir bereit sind, miteinander zusammenzuleben, in Deutschland genauso wie in Israel und Palästina, haben unsere Kinder eine Chance. Die Leute, die auf der Straße gehen, sie werden nichts anbieten können für eine bessere Zukunft. Und deshalb hoffe ich, dass ich Menschen erreiche, die vielleicht nachdenken, umdenken und vielleicht mit mir eine bessere Zukunft gestalten wollen. Herr Yendo, ganz kurz würde ich Sie zum Schluss bitten, was sagen Sie den Menschen, die sich das anschauen und sagen, die Polizei mit ihrer Deeskalationsstrategie ist eigentlich gescheitert? Da werden verbotene Parolen gerufen, da tanzen Demonstranten auf Polizeiwagen herum und man hat das Gefühl, das meiste wird ermahnend zur Kenntnis genommen. Unsere Kolleginnen und Kollegen müssen nach Recht und Ordnung handeln. Ja, wenn man damit ein Problem hat, dann sollte man sich an Politik wenden, damit die Rahmenbedingungen verändert werden, damit Extremisten eben nicht das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit für sowas missbrauchen, was wir in den letzten Wochen, Monaten immer wieder sehen müssen. Das heißt, auch die Versammlungsfreiheit wäre für Sie etwas, was man kritisch noch mal überprüft? Ich glaube, man muss über Auflagen nachdenken. Wir haben hier auch Versammlungen im Beitrag gesehen, die waren ganz friedlich, lief alles toll. Damit habe ich kein Problem. Der eine Herr, der sich auf der pro-palästinensischen, Israel-hassenden Demonstration, das ist es nun mal, geäußert hat, mit dem hätte ich gar kein Problem. Ja, aber der hat, glaube ich, auch keine Flaschen und Steine geschmissen. Also da, glaube ich, wenn wir unser hart erkämpftes Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ordentlich nutzen. Und das kann man in Deutschland, auch wenn die das anders darstellen wollen. Ja, das kann man sehr gut, man kann seine Meinung sagen, dann hätten wir auch keine Probleme. Finde ich richtig und wichtig, dass wir über diese Fragen offen sprechen in diesen Tagen. Und bedanke mich dafür, dass das möglich war, bei Ahmad Mansour und bei Benjamin Yendo. Vielen, vielen Dank Ihnen beiden.